Schön, dass ihr da seid. Ich habe es gerade geschafft, mich hier durch so einen schrecklichen Raum zu kämpfen, der mich ein bisschen Nerven gekostet hat. Und jetzt steht hier Mrs. Brutzler und Herr Bogenschütze um die Ecke. Ich bin am Überlegen, ob ich zum Leuchtfeuer renne. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich hier jetzt kein Leuchtfeuer finde. Ich weiß auch nicht, wie ich da nachher dann. Kann ich wahrscheinlich einfach dran vorbei. Ich versuche jetzt mal hier einfach vorbeizurennen. Ah ne, der steht nicht auf. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, nee, warte kurz. Warte kurz. Frau Brutzler, was war das denn jetzt wieder? Ach, das brutzelt hier auch noch lange. Da sind zweimal. Da. Oh. Es geht von dem einen Unsinn in den nächsten. Vom einen Unsinn in den nächsten. Nee, da lang. So, Esmeralda haben wir ja. Das heißt, ja, haha. Ey, geil! Homing, Homing! Der Homing-Springer ist am Start. Habt ihr das gesehen, wie der durch die Luft geglitscht ist, um mich zu treffen? Ach, schön. Wir haben nicht nur verfolgende Keulen und Schwerter, sondern jetzt haben wir auch noch Gegner, die einen im Sprung verfolgen können. Wunderbar. Ja, lass mich mal vorbei. Dann lasst mich mal hier rüber. Ich will mit niemandem von euch kämpfen, sage ich ganz ehrlich. Ich will mit keinem von euch kämpfen, weder mit dem Brutzler hier. Noch mit dem Boy, der hier aufsteht. Noch mit dem nächsten. Kannst du mich einfach vorbeilassen? Danke. Katzenring? Ah, Katzenring hat nicht gereicht. Schade. Da muss ich mit mehr Leben ankommen, dass der Katzenring hier reicht. Dann ist das auch nicht nur ein kleiner Brutzler, sondern der Brutzler wird zum Riesenbrutzler, nachdem er an mir vorbeigeflogen ist oder irgendwas trifft. Boah. Kommst du mir hinterher? Da wäre ich dir sehr dankbar. Komm. Oder fall runter, ist mir egal. Nicht, der Brutzler. Okay, gut.
Echt jetzt? Ernsthaft? LOL! Wow! Oh, gut. Ja, nee, ist klar. Saftsack. Was soll diese Fläche hier? Ist das vielleicht... Könnte man probieren, wenn man von da oben runterfällt, dass man hier auf die Eisfläche fällt und dass ich dann den Weg da oben... Ey! Leuchtfeuer? Weiß ich nicht. Leuchtfeuer? Ha. Huh. Maldron. Ach, hi, da. Okay, vergiss es, Alter, da gehe ich nicht rüber. Vergiss es. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Das tue ich mir nicht an. Ja, nee, ist klar. Warum ist er jetzt mit 3 Schlägen nicht gestorben? Vorhin starb er mit 3 Schlägen. Man weiß es nicht. Ich hier jedes Mal nach links will. Ich muss aber erst nach rechts, um dann hier nach links zu laufen. So. Echt? Damage ist eine Spanne von X bis Y. Ehrlich? Mies. Dein Moveset ist auch so weird. Leck mich. Ich hüpfe da jetzt runter und schau mal, ob das reicht mit dem Katzenring, den habe ich ja noch drin.
Das ist doch kacke, ey. Nein, nach links, nach rechts und dann nach links. Kriege ich hier Schaden? Nö. Ja, dein dämliches Feuerscheißzeug. So, wo ist denn das ungefähr? Wo muss ich hüpfen? Hier so. Ah, reicht easy. Reicht easy. Nee, da unten ging es nicht weiter. Hier geht's weiter. Hier irgendwo ein Leuchtfeuer. Bin ich jetzt... Ah, da. Danke. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Oh nee, oh nee. Oh, sie hat mich nicht getroffen. Gut. Oh, hi. Nein, das hat gerade nicht gereicht. Okay, ich muss da sowieso nach rechts laufen. Nee, hier lang. Kriege ich hier Schaden? Nö. Wie viel Schaden macht das? Gar keins, wenn ich nass bin. Okay, cool. Null Damage, wenn ich nass bin. Nice. Aber die. Ja klar, das ist ja Strom. Wenn ich da nass bin, dann... Scheiße, nein. Oh. Oh. Kacke, ey. Also nicht nass machen. Ich würde euch gerne verprügeln. Hals, Maul, ey.
kommt so ein Riesenvogel, ey. Pokesauce. Hey, ja klar. Oh. Mit Sonnenbisschen überlebt die. Und da hinten brutzelt mich die nächste an. Ja, und am Ende wartet dann ein Billo-Bob-Schmopp-Boss, der nichts auf die Kette kriegt und an dem ich einfach mich vorbeimogeln kann. Rollen. Was auch immer hier passiert. Dann stehen sie da zu zweit. In der nächsten Ecke stehen sie zu zweit. Nee. Bin zu früh losgerannt. Das Feuer war noch im Gange. Oh ja, ist ja gut. Ich hab's begriffen. Ihr habt die Ultra-Blitz-Power. Ey, du kommst von einer Scheiße in die nächste rein. Das Hartz IV und der Tag gehört dir. Nee, 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 nee. Könnte mal eine von euch vielleicht mitkommen? Komm, mach Feuer weg und Blitz weg und lasst mich kurz einen Moment saufen.
Okay. Du blöde Ratte. Und sie hat dadurch keinen Schaden gekriegt. Oh, was? Du wolltest richtig dick Schaden machen? Ach, tut mir leid. Der Gegner schlittert einen halben Meter nach links und dann trifft dein Schwert gar nichts mehr. Ach ja, klar, der hat ja auch noch. Nee. Da ist er, kommt! Wo ist dieses fucking Katana? Ich muss alles verkaufen, weil ich nicht sehe, wo dieses Katana ist! Weil du 100 Jahre brauchst für dieses Menü. So, wo ist er jetzt? Ja, sollte ich mal machen, wa? Er ist im Feuer stehen geblieben und verreckt. Ah. Und ich bleibe im Feuer stehen, um die Titanitscholle zu looten. Ah. Die Kiste ist voll. Die Kiste ist voll. Voll. Jetzt geht's? Hä? Gerade eben konnte ich nichts mehr reintun. Jetzt geht's wieder. Seltsam. Gerade eben hat er dit gemacht und ich konnte nichts mehr reinpacken. Klar will ich den kleinen Lobob anvisieren, der da steht, der mir keine Gefahr ist im ersten Moment. Natürlich will ich nicht den schnellen, super tollen Blitz-Unsichtbarkeits-Teleport-Schurken anvisieren, der rechts davon steht. Warum auch? So, hier kommt doch die Unsichtbar-Lady, oder? Ja. Dann kann man die ja schon mal wegsnacken.
Ich weich dem Brutzelding aus. Und dann macht's hinter mir lang. Und es ist ein Riesenbrutzelding, an dem ich gar nicht mehr vorbei kann. Ach, ist das toll. So viel Spaß. So viel Spaß. Nee, ja klar, ja, ist gut. Ist okay. Ist okay. Ah, warte kurz. Na bitte. Okay, so, was machen wir jetzt mit dem Großen? Schild. Schild und Schwert ausrüsten. Schild und Katana. Hau bloß ab, du. Hau bloß ab, du. Renn ins Feuer, ja? Los, los, renn. Mit seinem scheiß Feuerdreck, den er da auf einen drauf sprudelt. Okay. Der nicht nur aus einer Schulter kommt, nee, aus beiden. Finally. Mann. So, das aufmachen. Und das aufmachen. Die 1000 Tode voll bekommen, ja. Das ist der Weg jetzt zum Boss. Ist da ein Boss oder ist da ein Leuchtfeuer? Kann ich endlich mal hier... Was bist du denn? Habe ich Bock, gegen euch zu kämpfen?
Ach ja, klar. Explodiere ich halt. Okay. Yep. Ey, wie viele sollen hier noch kommen, ha? Huh? Och nee, der nächste rote Affe jetzt. Der nächste rote Affe kommt jetzt hier. Einfach random. Er lässt schon wieder Loot liegen. Ja, stell dir vor. Nein, ich bin ja noch hier. Oh Gott. Ich habe ja noch kein neues Leuchtfeuer gefunden. Ja, ist gut. Nein, das war... Oh, okay. Fucking getrocknete Wurzel. Für einen Arsch. Lass mich. Will nichts von dir. Lass mich in Ruhe. Diese roten Lowbobs, ey. Scheiß auf die. Ganz ehrlich, ey. Scheiß auf die kriechenden Fettklöße. Ja, flinke Klinge Rache. Warum muss da jetzt so ein Affe kommen? Warum muss da jetzt so ein Affe kommen? Das ist doch, das ist Schmutz, ist das?
Reine Schikane. Und der wird auch nicht mal gestaggert durch meinen dicken Kolben. Das ist kein Kolben, aber durch, ihr wisst, was ich meine. Ja, was sind das denn? Das sind kriechende Fettsäcke. Ach, wow. Danke fürs Gespräch. Er trifft. Er trifft. Er trifft mich in der Rolle. Ich darf ihn aber in der Rolle natürlich nicht treffen, wenn er eine Rolle macht. Haha, geil. Spaß. Huhu, gutes Design. Kriegst du echt zu viel, ey. Ja, was sind das denn? Das sind kriechende Fettsäcke, oder nicht? Die Gegner heißen bestimmt auch so. Kriechender Fettsack. Ohne Beine. Kriechender Fettsack ohne Beine. Oder soll ich irgendwie, keine Ahnung. Kriechender Mann mit Essstörung ohne Beine? Ist das besser? Soll ich sie so bezeichnen? Ist das ein Scheiß, ey. Stirb am Gift. Los, stirb am Gift. Geht doch. Mach ich mir jetzt den Stress mit diesen... Nö, mach ich nicht. Hüpf da jetzt runter. Katzenring for the win. Katzenring for the win. Hallo. Hier sind noch mehr kriechende Männer mit Essstörung. Ah! Lass mich! Geh weg! Hilfe! Ah! Tschüss. Ich glaube, das war's.
Oder? Ich glaube, das war's. Glühendes Eisenzepter. Belebt den Nebelturm wieder. Belebt den Nebelturm wieder. Glühendes Eisenzepter belebt den Nebelturm wieder. Hallo? Braucht hier irgendwer ein glühendes Eisenzepter? Wo kann ich dich reinpacken? Hallo? Nee, hier nicht. Das ist jetzt... Das hier ist doch der Nebelturm. Ja, lass mich, ich will hier nur durch. Nervt mich mal nicht. Ich muss hier nur kurz durch. Ich will nur was schauen. Ich will nur was schauen. Wo kann ich das reinstopfen? Muss ich das ganz unten reinstopfen? Nee. Ja, wahrscheinlich, ne? Bin ich jetzt... Voll dumm, hey. Bin ich voll dumm nach oben gelaufen jetzt. Lass mich, ich will hier nur durch. Ich muss hier nur mal kurz durch. Oh, hi. Ja, mit euch hatte ich auch schon zu tun. Alles gut, ich muss hier nur kurz durch. Scheiße. Na, dann geh mal übers Leuchtfeuer. Ist okay, ich wollte nur auf dem Weg nach unten gucken, ob ich irgendwo einen Ort finde, in den ich dieses Zepter stecken kann. Aber dann machen wir es anders, dann machen wir es anders, dann gehen wir über dieses. Müsste ja das sein, ne? Ah ja, guck mal. Ach, ja, easy. Oh mein Gott, ich bin so ein Depp. So, und nu? Verschlossen. Oh Gott. Oh je. Nun, ich würde sagen, ich will weiter nach unten. Na dann. Gehen wir mal weiter nach unten. Hallo? Was ist das hier für eine Nummer? Ach nee, lass mal. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Chill. Ich will weiter nach unten. Du bringst mich weiter nach unten, habe ich gehört. Oh, diese dämliche Nadja, die irgendwie, keine Ahnung, Probleme hat oder so. Oder Friederike, ach, keine Ahnung, wie sie heißt.
Okay. No, no, no. No, 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 no. Du bist runtergefallen. Das habe ich gesehen. Das ist mies. Weil du jetzt nämlich da unten stehst. Da steht jetzt einer zu viel. Auf der Ebene hier. Okay. Da bist du. Ey, okay, irgendwie hilft das Katana gegen die Boys doch mehr, als ich dachte. Okay. Oh, hi. Da ist der Typ mit der... Ey! Warte mal! Oh! Uncool! Ich weiß nicht, warum ich mich nicht mehr bewegen konnte, aber ich konnte mich nicht bewegen. Das war immer noch die Trinkanimation oder was? Ganz seltsam. Ganz, ganz seltsame Nummer. Ganz, 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 ganz komisch. Verschlossen. Ich glaube, den Katzenring, den kann ich jetzt mal raustun. Mach ich einfach mal das Königssiegel rein, man weiß ja nie. Katana ist voll gut gegen die. Ich verstehe gar nicht, warum ich das nicht schon... Warum ich das jetzt erst rausfinde. Weil dann kann ich nämlich das Schild mittragen. Dreh dich bitte in die Richtung des Gegners. Danke. Oh oh. Fuck off. Weil er nicht anvisieren wollte und das Schild hochhielt, aber die Gegner hinter ihm standen. Das Spiel hat mich nicht anvisieren lassen. Ein Tod, das auf den Nacken des Spiels geht, nicht auf meinen. Und da sind wir wieder bei den ärgerlichen Stellen. Ist ein bisschen Mist. Sowas darf halt wirklich eigentlich nicht sein bei so einem Spiel. Dass ich wegen des Spiels sterbe. So. Kann ich nichts für. Ja, ist klar. Oh, wieder so eine wunderbare Situation, in der der Gegner einfach dann sieht, dass ich heile und dann auf mich draufhüpft. Er ist gerade weg von mir gesprungen. Ich heile mich, weil ich denke, er ist weggesprungen. Oh, nope. Tassilo, nee, nee. Nee, nee, nee. So machen wir das nicht. In Dark Souls läuft das anders.
Autsch. Und hier kann er wieder durch, wenn die Gegner anvisieren. Das ist auch immer saugeil, wenn das passiert. Hau jetzt zu. Aua. Tassilo, vergiss den Loot nicht. Die kleine orangene Blüte, die hat dir schon so häufig im Spiel geholfen. Nicht liegen lassen. Die ist so geil. Hier, hier, hättest du mal lieber die kleine orangene Blüte benutzt, dann wärst du hier nicht gestorben. Ich weiß nicht mal, was eine orangene Blüte macht. Sollte ich mal gucken, ha? Huh? Falls du dir später Tee machen willst. Stärkt Feuerabwehr. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Ob ich jetzt die 1,72 HP weniger Schaden bekomme durch seine Feueraxt oder nicht, pff, da ist drauf geschissen. Aber Tassilo, da ist doch Loot! Sollen wir mal gucken, was da zu holen ist? Tassilo, endlich bist du da mal runtergehüpft. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Du solltest nämlich unbedingt in diese Kiste gucken. Weil da ist nämlich ein Ring der Stärke drin. Okay, der könnte mir tatsächlich was bringen. Erhöht die Stärke. Naja, ist jetzt auch nicht so krass, aber ein bisschen was. Ey, er visiert nicht den an, der direkt vor mir steht, sondern dahinter den unten, ein Stockwerk tiefer. den hat er anvisiert. Yes, sir, please. Oh, scheiße. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Gut. Ja, da kommen sie. Wusste ich. Shitty McTitty. Hört auf mich einzuprügeln. Ah. Ob du nun 40 oder 50% Loot und überlebst, macht keinen Unterschied. Ja, genauso ob ich 1,23 Schaden oder weniger vom Feuer bekomme oder nicht. Das macht auch keinen Unterschied. Weil ich habe relativ früh in Dark Souls 1 und hier ist es nicht anders gemerkt, dass der Loot, den du kriegst, das ist alles Bait. Das ist alles für den Arsch. Also manche sagen, hier bringt tatsächlich, der eine Ring bringt extrem viel, der mein Leben am oben hält. Okay, ja, nehme ich. So, und das ein oder andere Schwert oder Schild, okay, ja. Das ein oder andere. Aber ich vermisse gerade überhaupt nichts an Waffen oder sonst was. Ich habe genau das gefunden, was ich gesucht habe. Eine coole Einhandwaffe, ein cooles Schild, eine coole Zweihandwaffe, habe ich alles. So, aber es wird immer so getan, als würde ich das krasseste Turbo-Ober-Item übersehen, obwohl in Dark Souls ich noch nicht einmal ein Item gesehen habe, das wirklich so ausschlaggebend ist, außer dieser eine Ring, der dir mehr Leben gibt, dass es das Spiel gravierend verändert.
Das einzige Item ist dieser eine Ring. Ansonsten ist alles Schmutz, was du findest in Dark Souls, außer du verbesserst es. So, und dann musst du auch erstmal die Materialien zum Verbessern finden. Okay. So, merkst du selber, ne? Es ist scheißegal. Ja, schaust dir einen 100% Run an. Will ich das Spiel durchspielen? Und hab keine Ahnung von dem Spiel? Und will das so, dass das erste Mal Spielenerlebnis haben? Oder möchte ich Profi im Durchspielen sein und einen 100% Run machen? Merkst du was, ne? Das ist ganz einfach. Es ist, in meinem Run ist es vollkommen egal, ob ich jeden Loot mitnehme oder nicht. Es ist absolut egal. Leute, ihr braucht euch da gar nicht so drüber aufregen oder mir das immer sagen, dass ich irgendwas vergesse oder so, weil in meinem Run macht es keinen Unterschied. Wenn wir nachher gemeinsam den zweiten Run machen, die dicke Keule killt mich halt, ne? Weil ich nicht weit genug weg kann, um zu saufen. Ey, komm, es reicht doch jetzt. Ja, und dann... Es ist so eine Arschloch-Scheiße, ne? Es ist so eine verfluchte Arschloch-Kacke, die hier passiert. Klar, ich darf nicht trinken. Ich will Loot. Ja, aber wenn du es öfter durchspielst und keinen 100% Run für dich so machst, dass du sagst, ich will jetzt 100% des Spiels haben. Und selbst bei einem 100% Run sammelst du ja nicht jeden Loot. Das ist ja Quatsch, das gehört ja nicht zum 100% Run, den Loot einsammeln. Das wäre jetzt das erste Mal, dass ich sowas höre. 100% heißt, du killst jeden Boss und machst jede Storyline. Das ist ein 100% Run. Aber der sammelt auch nur den Loot, den er braucht. Kannst mir nicht erzählen, dass der jeden Schmutz mitnimmt. Schmutz ist wichtig, ja. Genauso wie dieser Gegenstand im ersten Teil, der für nix gut war, ne? Was war denn das noch? Weiß ich gar nicht mehr. Wie hieß denn der Gegenstand? Wo dann auch dran stand, nur ein Wahnsinniger würde es ewig mit sich rumschleppen. Abfall, genau, Abfall. Da hast du es. Ich habe mein Schild oben gehalten. Warum hast du mich getroffen? Schild hoch. Ich weiß gerade nicht, warum ich hier keinen Schaden machen kann. Aber ich kann hier an die beiden gerade keinen Schaden machen. Die hatten so ein blödes Timing gerade. Die hatten so ein richtig, richtig blödes Timing eben. Mist. Wenigstens muss ich nicht ewig warten, bis dieses Ding oben ist, so wie wenn man zu Ornstein und Smaug rennen will.
Mit dem Aufzug. Hat schon wieder irgendein Stockwerk tiefer anvisiert. Das ist so blöd, ne? Okay. Es war offensichtlich kein Backstep. Ganz offensichtlich stand ich gerade nicht hinter dem Gegner und habe einen Schlag gemacht. Nein. Ich war direkt vor ihm, er konnte mich sehen, er stand nicht mit dem Rücken zu mir. Mm-mm. Auf keinen Fall. Keine Chance. Oh Mann, ey. Dieser dämliche Turm. Und ich habe gedacht, ich wäre am Ende. Dabei habe ich nur den Turm aktiviert, um den weiteren Horror reinzulaufen. Warte mal. Ah, reicht nicht. Aber vielleicht, wenn ich auf die Türkante falle. Am Ende meiner Nerven, ja. Ja, wir sind bei 5,5 Stunden Stream. Also so spätestens nach 6 Stunden bei Dark Souls muss ich dann auch... Ah ne, wobei, normalerweise spiele ich ja vorher noch ein Stündchen irgendwie was anderes und dann gehe ich nach Dark Souls rein. Habe ich heute nicht gemacht, also ja... Ich bin vielleicht ein bisschen genervt mittlerweile. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollten wir was anderes machen. Oder ich mache einfach aus. Ich bin aber noch nicht davon überzeugt, dass das hier eine blöde Idee ist. Ah, schade. Ich habe den Katzenring gar nicht drin. Oh, Moment. Moment, Moment. Man merkt es ein bisschen. Vielleicht. Nicht mehr so gut drauf, sagst du. Ich bin was ganz Großem auf der Spur, habt ihr gesehen, ne? Geil, oder? Ich muss jetzt hier gar nicht mehr gegen die Boys kämpfen, die da oben sind. Zack. Katzenring. No, verdammt. Das Spiel ist an allem schuld? Nee. Nee, das nicht. Aber wenn ich hinter einem Gegner stehe und einen Angriff mache... Ja, und die beiden davor, wo sie so ein dämliches Angriffsmuster hatten und mich einfach Achso, ich habe ja volles Leben, okay. Und ich einfach keinen Angriff landen konnte, keinen Schaden. Ja, das war halt, da war einfach das Timing so blöd. Und ich habe nichts gesehen und dann, naja. Ey, aber ganz ehrlich, das Gebiet ist schon hart, ey. Das stellt dich hier jedes Mal wieder. Und dann stellen sie dich mit einem riesigen Keulenbastard in so einen winzigen Raum rein, dass du auch ja keinen Platz hast, der dann nicht nur eine riesige Keule dabei hat, die dich ziemlich schnell killt.
Nein! Ich wollte doch auf den Rahmen springen. So ein Mist. Das könnte gerade so nicht reichen, ne? Mit dem Katzenring. Jetzt sowieso. Jetzt habe ich ja schon wieder ein bisschen weniger Leben. Warum ist da eine Treppe von oben runter? Das ist ja seltsam. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich vielleicht auch auf die Nacken von diesen Kriegern drauf hüpfen kann. Hier drauf. Yes, Sir. Guck mal an. Danke fürs Gespräch. No! Shit. Kacke. Ich will jetzt da weiterkommen. Und ich werde das auch in dieser Aufnahme jetzt noch machen, auch wenn wir schon bei einer Stunde acht sind. Aber ich werde jetzt hier noch ein bisschen reinlaufen. Ich möchte sehen, was da unten ist. Also, aber ganz ehrlich, ich hätte es lieber, dass ein Boss mich in den Wahnsinn treibt, als so ein Level-Blödsinn. Und echt, ey, da pfeife ich ehrlich auf diese Passage da. Mist, das war zu wenig Schwung. Da pfeife ich ehrlich auf diese Passage mit diesen einzelnen Dingern zum Runterdroppen. Pff. Wenn ich das so umgehen kann, weil... Was... Finde ich jetzt nicht so spaßig, da 100-mal die gleichen Mobs zu bekämpfen. Nee, maximal wäre es ja. Wie war es? 12, 13, 14, 15 Mal? Öfter müsste ich sie ja nicht bekämpfen. Aber wenn ich einen Weg außen rum finden kann, ne, bin ich doch auch ganz zufrieden damit. Oh, das ist mir aber zu inkonsistent irgendwie, hier das zu treffen. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Leben verloren, deswegen versuchen wir es nochmal hier lang. So, warum ist das kein Backstep gewesen? Im falschen Winkel zu dem Boy. Im falschen Winkel zu dem Boy. Da, kein Backstep. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Falscher Winkel. Obwohl ich Vollgas hinter ihm stehe. Tassilo! Kohleartiges Harz! Es wird dir dein Leben retten! Nimm doch das kohleartige Harz mit! Du brauchst das! Okay. Hau ab!
Na bitte, geht doch. Dann ist es doch gut. Ich kann das nicht mal benutzen mit dem Schwert, das ich hier aktuell benutze. Deswegen, weiß ich nicht. Was zum Teufel war das? Du hast wirklich ein äußerst seltsames Moveset, junger Mann. Es rettet dein Leben. Nein, tut es eben nicht. Leuchtfeuer? Nee, Kiste. Ah, oh, da ist noch einer. Könnt ihr mal ganz kurz chillen? Alter, was habt ihr für eine komische Reichweite auch? So ein seltsames Moveset bei denen hier. Ich kann nicht weiter bekämpfen, ey. Das ist... Nee. Nee, nee. Ach ja, Homing-Pfeil, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ach ja, Homing-Pfeil, stimmt. Habe ich ganz vergessen. So, darf ich jetzt ein Leuchtfeuer haben, bitte? Wäre sehr lieb von euch. Wenn ich hier nicht jedes Mal... von sonst wo durchlaufen müsste. Warum auch immer ich jetzt nicht rennen kann. Ja, perfekt. Guck mal. Nice. Hoppla. Ich wollte nicht reisen, aber... jetzt, so. Okay. So, Leute. Wunderbarer Cliffhanger, oder? Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.